Herzlich willkommen zurück nach einer längeren Pause für Nüsse. Aufnahmepause nicht für euch. Wir sind die Nüsse und zwar Dick und Klaus. Ja, danke. Das ist der Podcast, der euch Fragen stellt, indem wir uns selber Fragen stellen. Manchmal muss man ja auch. Der Podcast, der euch Fragen stellt, indem wir uns selber Fragen stellen. Ja, ich finde, ihr könntet auch unsere Fragen mal beantworten. Aber Oder stellt sie. Uns fallen nämlich langsam keine Fragen mehr ein. Ach, wir wiederholen einfach. Ab 50 ist es wieder von Anfang an. Heute ist die Frage, was ist dein Lieblingshorrorfilm? Lindenstraße 13. Aber ich habe tatsächlich eine Frage vorbereitet. Was? Aber unter größter Panik. Geht es jetzt auch immer so, dass du echt ein bisschen schwitzen musst vor den Fragen? Oder hast du ein Repertoire? Zwischendurch war es mal so ein bisschen schwitzig und dann habe ich gemerkt, einfach inspirieren lassen von dem, was gerade vor dir ist. Genau. Und dann ist es manchmal so, dass du einfach nur, keine Ahnung, blöder am Bus stehst und dann kommt die Frage, weil irgendwie Werbung oder irgendwas reagiert auf dich oder du reagierst auf irgendwas und dann, ja, früher war es immer so, oh, irgendwas Kreatives, bla, Film, lustig und dann denkst du, warum sind Gummibärchen grün? Ist okay. Ja. Und es hält sich auch nicht verbissen an dieser einen Frage. Gerne, schweifen wir mal ab. Was abschweifen? Ich glaube nicht. Wie geht's deinem Schildergürtel? Alter Finne. Boah, also inzwischen geht's wieder gut. Es geht es immer so nach 2-3 Strecken beim Klettern, merke ich es doch. Und ich habe ein bisschen Angst vor morgen, muss ich doch fairerweise sagen. Ich glaube, morgen werde ich einfach beim Aufwärmen die Strecken weglassen, mache mich so warm und dann klettere ich nur die reizvoll sind. Der Klaus darf mir nicht morgen zweimal klettern. Ja, alter Finne, das ist echt das sind dann 6-mal innerhalb einer Kalenderwoche. Also 6-mal innerhalb der Arbeitswoche, also von Montag bis Freitag. Und das geht dann doch echt langsam. Also heute war es echt schon hart am Ende, wo ich nur mit meinem Nachbarn Björn an der Strecke war. Und das war so, die letzten waren halt echt nicht schön. Da gibt es halt so eine, die ich, so eine richtig schwere, bin ich kurz davor, den entscheidenden Griff zu machen, weil kriegst du nicht so ganz hin, aber die ist in Schlagdistanz. Da muss man auch dazu sagen, dass wir gestern das erste Mal nach längerer Zeit wieder zusammen richtig trainiert haben und uns dann natürlich irgendwie ordentlich Muskelkater draufgelegt haben. Also mein Muskelkater wird abgelenkt vom steifen Hals, den ich mir irgendwie gestern mit einem komplett klitschnass geschwitzten Nacken nach, weiß nicht, wie lange wir draußen waren, dann doch irgendwie. Ja, meine Ferse ist auch wieder schlimmer geworden. Also ich glaube, laufen sollten wir vielleicht wirklich noch einfach lassen den Monat. Hier beim Rentnersport-Podcast. Aber das ist eine Top-Überleitung. Ja? Ja. Weil ich dachte, wir sind zwei junge. Oh, er öffnet sein Pad. Ja, das ist mein Notizpad. Zwei junge Männer, das ist eine ganz andere Suchanfrage. Forstner Bohrer 50 mm. Hast du so? Ja, genau. Pornhub habe ich von hier gelesen. Weiß nicht, ob die irgendwelche Forstner-Videos auch. Boah, Freunde, nee. Oh. Aber. Was ist denn hier los? Ah, scheiße, muss ich den ganz kurz ausmachen. Entschuldigung, sonst haben wir das hier häufiger. Jetzt lies einfach hast ab. Du einen Forstner-Bohrer in 50 mm? 50 mm. Ich weiß nicht, ob es im Kopf. Könnte sogar sein. Naja, also so wir sind ungefähr, oder? Ja. Ja, könnte sogar sein. Er holt gerade seinen Penis raus. Oder 45, ich weiß nicht. Dann holt er definitiv seinen Penis raus. zwei Scherznudeln in Topform. Scherznudeln? Also, wir sind ja zwei junge Männer. Zwei junge Männer, die mitten im Leben stehen. Ich verstecke mich gerade in meinem Popschutz. Der riecht immer noch komisch. Deswegen, also es gibt jetzt eine Abstimmung derzeit. Top aktuell. Denn, wegen Sommerzeit und Winterzeit? Nein, egal. Ja. Sondern so alte Leute, die entscheiden. Und dachte ich, wir entscheiden mit. Dirk, was soll das Jugendwort des Jahres 2018 werden? Oh. Und ich hab die Liste mit den 30 Vorschlägen, von denen dann 10 auf die Shortlist kommen, nach offiziellem Voting. Ich habe seit 2008, seitdem scheint es das zu geben, habe ich die rückwärtige Liste, also was die Jugendworte waren. Lauch. Und Lauch ist glaube ich, dieses Jahr drauf tatsächlich. Dann können wir mal darüber rätseln, was das überhaupt bedeutet. Lustigerweise habe ich vorhin bei irgendeiner Quiz-Sendung das mitgekriegt, da ging es nicht darum, welches nicht in der Auswahl der Jugendwörter 2018 drinne war. Ja. Ich fand die alle lustig, weil ich die nicht kannte. Aber welches auf jeden Fall drin war, war wohl Uhrensohn. Nice. Und welcher wohl auch irgendwie... Hat das was mit der Zeitumstellung zu tun? Mann, Junge, ist krass ein Uhrensohn. Dich gefolgt vom Abit-Uhrensohn.
Welcher nicht dran war, war Moralsex. Hm. Den fand ich aber eigentlich gar nicht schlecht, nicht weil schlecht. Der hatte so eine Tiefgründigkeit. Aber. Also ich kann ja mal... ja, schieß mal raus, so, du Lauch. 2008 war das Jugendwort des Jahres, du wirst dich noch daran erinnern. Was heißt war das? Achso, 2008. 2008, ja. Gammelfleischparty. Das ist Ü30-Party, oder? Ja, du, im Leben hätte ich es nicht gewusst. Natürlich. Im Leben nicht. Ich hätte, wäre natürlich immer die Assoziation. Und da wären wir voll dabei. Ja, bei mir der Gammelfleisch-Skandal, das muss ja dann 2008 gewesen sein. Wahrscheinlich, ja. Was war aber, das, Pferd im Döner oder so? Ja. Nee, abgelaufene Döner, ist, das war ja ganz simpel. Ja. War das nur Döner, war das nicht auch im Supermarkt? Oder war das, das war so das ein war Pferd. Pferd? Ja, du kombinierst jetzt gerade Pferd in einer Lasagne. Also ein Pferdedöner? Ja, Pferde-Lasagne-Döner. Pardon, also. Oder Pferde-Döner-Lasagne? Hm. Gammelfleisch-Party. Ja, eine Ü30-Party. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Okay, pass auf. 2009 ist es, das ist einfach, was es bedeutet, Harzen. Ja, also rumpimmeln, ne? Ja, ja. Oxidieren. Das habe ich sogar irgendwie mitgekriegt. Das ist ja gar nicht so lange her, Harzen. Ich würde gerne erstmal wissen, welche coolen Leute denn überhaupt das Wort halt als Jugendwort deklarieren. Der Langenscheid Verlag. Ja, also die richtig hippen Freaks. Ja. Die kooperieren doch mit Bild, oder? Ja, die sind dann auch halt, ich meine, das ist, kommt genommen mir genau so vor, cool, wie so eine Aktion mit. So ein freier Redakteur mit 37 sagt von Degen, Harzen, das ist das Wort. Ich glaube, 37 ist dann auch jung geschätzt. Ja. Also es sind ja Worte, die halt oft Kinder auch oder Jugendliche auch nicht benutzen oder gar nicht kennen. Ja, genau, das ist ja das Geile. Du würdest halt mit diesen komischen Ergebnissen auf den Schulhof gehen und alle würden dich angucken, sie kaputt lachen und denken, was bist du denn für ein Vogel? Irgendwie eine Bekannte von mir hat das mal ihrer Tochter erzählt, die ist irgendwie so 12 und die kannte keines der Worte. Ja. Selbstverständlich nicht. Also es ist halt so, wie alte Leute sich vorstellen, dass junge Leute reden. Aber das ist ja permanent. Also seitdem quasi Jugend auch so ein bisschen Position hat und nicht halt irgendwie militärisch, dogmatisch in irgendwelchen Schulformen die ganze Zeit nur gepresst, unterdrückt und sonst was, sondern seitdem ist es ja immer so, dass dann irgendwie so die Elternschaft sich so ein bisschen distanziert und sagt, die haben eine ganz verrückte Welt, die sagen abschwurfen und zum Abhotten Putzer gehen und sowas. Nach ganz weit draußen. Ja, und ich glaube, das wird immer so sein, dass es gibt immer so die eine Seite, die es sich vorstellt, die andere Seite, die es hört. Und ich finde es viel lustiger, wenn man halt irgendwelche Gespräche hört und man gar nicht mehr folgen kann. Also was heutzutage, glaube ich, einfach Standard ist, sind sehr viele Anglizismen drin. So, also man ist viel dichter dran zu sagen von wegen, weiß nicht, allein bei den ganzen Videos, wenn ich mir irgendwas selber, diese DIY-Videos und ich gucke dann halt sowas wie Creme selber machen, dann sagt die nicht von wegen, ja, dann matscht ihr das schön zusammen, sondern von wegen, dann müsst ihr diese ganze Sache so ordentlich mashen. So, und dann denkst du, was, hat dir da gerade was gefehlt? Nee, das, so redest du halt. Das ist dann halt, wird gemashed. Und dann ist ja halt auch, ja, und ich glaube, dann wird dann halt nicht irgendwie sowas Cooles wie, weiß nicht, Gabelsumpf oder sowas gebastelt. Gabelsumpf? Ist das eine Suppe, die man versucht mit der Gabel zu essen, aber die Gabel versinkt in der Suppe? Nice! Haben wir schon wieder ein neues Jugendwort für das den sind diese langen, ganz heißen Suppen und du hast diese billigen Plastiklöffel, die dann halt wie eine Gabel... Ne. Verlag. Sporks. Mm, ja, ja. Göffel. Göffel heißt es im Deutschen. Ja, ich hab so einen Spork. Habe ich mir geholt für... Warum? Naja, falls ich halt mir irgendwie eine Dose kaufe und dann kann ich da Nudeln mit der Gabel als Bohnen auch mit dem Löffel essen. Und muss nicht irgendwas extra mit. Diese Campinggeschirr, das ist Standard, hatten wir doch. Also vom Göffel. Wieso fängt es 2008 an? Wieso nicht 2005? Weiß ich nicht, da gab es noch keine Jugend. 1900. Da gab es noch keine Jugend. Okay. Da war aber noch der große Hype, dass Sitt zum Wort gemacht wurde. Das ist doch im Duden, ne? Das hat nicht mehr. Es wurde gestrichen inzwischen, weil es keiner benutzt hat. Oh. Was auch man ist also nicht mehr satt und sitt, man ist satt und nicht mehr durstig. Ja, Durst gelöscht. Man ist satt und Durst gelöscht. Ja. Ich bin Durst gelöscht. Durst gelöscht ist doch kein Wort. Ja, aber sitt. Sitte schön. So. Die Jungs von der Sitte sind da. Also, 2010 ist es. Es wird Hörern unseres Podcasts bekannt vorkommen. Niveau-Limbo. Ja, es hat aber nichts mit deinem beliebten Fotzen-Limbo zu tun, oder? Ja, aber, Freunde, nicht solche Worte. Hier, das ist keine Bar.
Das hast du doch immer, wo du mehrfach ermahnt wurdest. Ich wurde einmal ermahnt. Weil die halt irgendwie dachten, das wäre irgendwas Sexistisches und du hast gesagt, nein, es beschreibt nur diese permanente Dummheit und Lethargie im Raum. Das ist doch auch aus, ist das nicht auch aus Bang Boom Bang Limbo, ihr Fotzen? Irgendwie so. Ist das Bang Boom Bang oder Lambok oder so? Dann eher Lambok. Also Bang Boom Bang habe ich eigentlich zu oft auswendig gesehen. Das habe ich noch nie gehört. Naja, aber Niveau Limbo ist es. Ja? Okay. Also wenn das Niveau immer weiter sinkt. Ja. Heute singt für Sie das Niveau. Macht man den heute auch noch? Einmal Luft raus, bitte. Ja. 2011 ist es Swag. Richtig cool ist das Swag. Okay, 2012 ist es YOLO. Das erste Mal gehört im Shark Tank. YOLO? Ja, wo dann halt irgendwie so ein Milliardär meinte von wegen, er macht jetzt hier irgendwie Angebot für so eine ganz bescheuerte Firma, weil er, keine Ahnung, YOLO, Alter. Und dann dachte ich so, okay, you only live this moment. Nicht auch nicht zu verwechseln mit Jolt, also dem Bond-Film You Only Live Twice. Nein, der in dem Sean Connery sich zum Asiaten umschminken lässt. Ja, das war ja auch... Ganz großer Film. Ja. Aber tatsächlich, also abgesehen davon, einer der besseren Bonds aus den 60ern. War es da, wo er an seinem Kleiderschrank ein Haar mit Spucke geklebt hat, um zu gucken, ob... Ich glaube, das ist Dr. No. Weil das fand ich nämlich total geil. Ich dachte einfach nur, merk es dir, mit Rotze dran. Aber warum brauche ich Spucker? Das war doch in den 60ern. Da hat doch jeder so viel Pomade in den Haaren gehabt, dass es eigentlich überall von alleine hält. Ja, aber Spucke glänzt vielleicht nicht so, weil es vertrocknet. Interessant. Hätte mitgedacht. Nee, man lebt nur zweimal, ist der in einem ausgehöhlten Vulkan endet. Ist das nicht Austin Powers? Ausgehöhlter Vulkan ist halt ein Klassiker, aus gewissen Gründen. Ja, auch bei Pornhub. Naja. 2013 ist es der Babbo. Der Babbo war so der Kopf, ne? Das war der Vater der König, der Anführer der Gruppe. Der Bande, der. Bande ist auch ein geiles Wort. Der Schabo oder Tabo. Da gab es auch mal diesen Spruch: dann zeig mal dem Dabo, wer der Babbo ist. Irgendwie sowas. Ja, genau. Irgendwas mit Chabo, ist es Schabo? Cabo? Flabo? Dem Abo? Im Babonement? Es klingt auf jeden Fall irgendwie so nach Massiv oder ist es dieser Frankfurter Typ? Wie heißt er denn? Rolle mit deinem Besten da? Oder? Ich weiß es nicht. Haftbefehl? Dann triffst du mich auf dem falschen Fuß. Oh, so ein typischer Hafti, ne? Zeig dem Schabo. Ich glaube, Schabo ist es. Dem Schabo, wer der Babo ist. Ich glaube, man sagt es auch Chabo und Babo, nicht Chabo und Babo, sondern Chabo. Chabo und Babo. Das klingt so ein bisschen wie dann halt so die Erdkundelehrerin einfach mal cool redet. Na, ihr Babos, hier vorne schauen wir mal die altdeutsche Grenze an. Du Chabo zuerst. Walla. Gibt's Walla eigentlich auch? Walla, ich will nicht. Walla, nicht als Jugendwort. Wie schön, dass du es immer lang ziehst, die Vokale. Walla, wie es keiner sagt. Dass du ganz klar absagst, ich nutze es normalerweise nicht. Wala, du la, uch. Ja, naja, so. Scheiße, hier, alles durcheinander. Das bringt uns ins Jahr 2014. Und da ist das Jugendwort des Jahres eine Jugendphrase, nämlich läuft bei dir. Was? Ja. Ehrlich? Ja, also wenn es... Das soll eine Jugendphrase sein? Ja. Jugend reduziert sich doch aber 19, ironisch, das war's. Ironisch gemeint. Ja, läuft bei dir, ne? Also wenn du dich einkackst oder so. Genau. Du, nein, pass auf. Zuerst bekommst du einen Parkschein und dann scheißt du dir deswegen ein. Dann kommst du vorbei und sagst, ja, läuft bei dir. Ah, cool. Also nur, wenn es ironisch benutzt, vor 4 Jahren, dann. Wieder was gelernt. Das Coole ist, das ist ja eigentlich eine Ableitung von dem, was dann halt, keine Ahnung, irgendwie so ein Großonkel, den du so 7 Jahre lang nicht gesehen hast, ernst dann meint. Wenn dann halt die ganzen, weiß ich, klassischen, konservativen Bilder erfüllt sind, von wegen Kohle, Haus, Frau und sowas, dass du dann sagst, läuft bei dir. Und dann hat irgendwie so ein cooler Jugendlicher gedacht, Alter, das nutze ich, um meinen Vater richtig einzugeben und schießt das hinten raus. Ja. Läuft bei dir.
Das wäre so eine Variante davon. Läuft bei dir. Dann 2015 kommt man zu einem Wort, was aber definitiv jeder Jugendliche benutzt ja. hat. Immer. Ständig. Smombie. Noch nie gehört. Noch nie gehört. Das ist doch irgendwie so ein Schachtelwort, oder? Ja, das ist ein Portmanteau-Wort. Der Mantau. Genau, zwei Worte zueinander geschoben hat. Und Smombie ist nicht die Mischung aus Smoothie und Zombie, sondern aus Smartphone und Zombie. Also Leute, die immer nur auf ihr Smartphone schauen. Ja. Ich habe gerade verstehst nur gedacht, du mehr wie unsoziale Netzwerke? Ha? Ha? Wie in der Folge Black Mirror. Ha? Na? Weißt du, wir sind alle auf unseren Smartphones, um uns näher zu sein, aber entfernen uns immer mehr voneinander. Deswegen unsoziale Netzwerke. Ich frag mich gerade, ey, wie zugeguckst da halt irgendwelche freien Redakteure sich sowas aus dem Arsch ziehen. Das werden die alle, ey, wenn wir es einmal drucken, ich schwöre euch, Leute, die nutzen das alle. Und dann habe ich beim Namen Karl Gustav Smombi ein Denkmal gesetzt. Sie haben uns ein Denkmal gebaut. Jeder Vollidiot Smombi. Nee. Ja. Was machen die eigentlich gerade? 2004. Ich glaube, die gibt's noch. Ich glaube, die haben in der Oper irgendwie den Soundtrack gemacht. Was machen die eigentlich auch? Ich glaube, die gibt's noch. Ja, das ist Perfekt. Doch, das kannst du doch nicht über Perfekte jeden Antwort. Sagen. Das ist die dritte Generation. Gibt's die noch als Gruppierung? Ja, ich glaube, da als eine Gruppe. Nicht als lebende Leute, sondern als Gruppe. Gibt's noch die Gruppe dritte Generation? Ich dachte, es war eh nur einer, den sie halt wie? YOLO-mäßig halt. Ich war noch drei. Ja? Ja, natürlich. Doppelung von Zahlen. Kannst du ja vielleicht da merken, wenn es wirklich drei waren dann. Ich dachte, er käme nur aus der dritten Generation. Na gut. Ich dachte, das hat was mit der Star Trek-Serie zu tun. Raumschiff Enterprise, die dritte Generation. Mhm. Hm. Das ist die, in der Picard einen Migrationshintergrund hat. Wie dem auch sein mag. Das bringt uns ins Jahr 2016. Mhm. Und da, 2016, weiß man ja noch, geht es nur ums, nicht ums High-Sein, sondern ums Ficken? Nee, ums Fly sein. Ah, okay. Ficken. Ich dachte Jugendwort, das ist halt irgendwas. Ja, krasses Jugendwort, dieses Jahr ist Ficken, aber es hat eine andere Bedeutung. Das wäre doch mal viel geiler. Jugendwort dieses Jahres Hochschule und heißt, deine Mutter arbeitet. Auf dem Strich. So. Hm. Nein, es ist Fly sein. Aber nicht. Aber echt mal, Spombi hat doch noch nie jemand gehört, oder? Nee. Also ich habe das jetzt das alle gehört. Einmal, da haben sie wahrscheinlich gedacht, im Jahr, es ist lustig, das wird jemand aufnehmen, ist keiner das aufgenommen. Ja. Smombie. Fly sein ist irgendwie cool drauf, nee, geil, lässig. Ist abhauen tatsächlich. Hä, aber ich meine, ich glaube, dann wurde das halt auch von der Jugend falsch interpretiert, weil ich habe das Öfteren schon wegen, Alter, ja, das ist richtig Fly und bla. Ja. Und da wurde er beschrieben, als etwas ja noch Cooles aus und nicht als, fly for Alter, der haut richtig ab. Ach doch, nee, es ist doch hier etwas oder jemand geht besonders ab. Das ist meine erste Quelle, ist falsch. Es tut mir leid. Ich kann aber für das Jahr noch, wir nähern uns jetzt unserem aktuellen Jahr, kann ich noch die Leute auf den Plätzen loswerden. Auf Platz 2 ist es Bay. Also Bezeichnung für beste Freundin oder Freundin oder Frau, auf die man steht. Bay. Before anything else. Oder Babe? Hast du es vielleicht mal in einem Meme oder so gelesen? Bay? Nee. Okay, gut. Aber das gibt es tatsächlich. Das ist im englischsprachigen Raum relativ verbreitet. 2015 war irgendwie jetzt auf Platz 2 Merkeln. Im Sinne von nichts tun. Schweigen. Alle Entscheidungen aufschieben. Ja, lustig. Aber hat auch noch kein Jugendlicher gewusst. Nee, ist der Welt. Ist ganz witzig, aber ja. Das ist der einzige lustige. Dritter Platz 2016 war Isso. Das ist ein bisschen wie Tim Wieses Fakt. Ja, das ist aber gut, wenn er es sagt. Fakt ist schon gut. Ja, du brauchst nur mehr als 300 Gramm Eiweiß, kann dein Körper am Tag eh nicht verarbeiten. Fakt. Egal, was du tust, egal wie groß du bist, egal wie alt du bist, egal wie dein... Ja. Es ist super. Ja. Pauschale Antworten auf irgendwelche Fragen sind die besten. Ey. Warte, ich habe ja 2017, können wir mal... von Platz 3 zu Platz 1 gehen im Countdown auf Platz 3 2017. Was hat die Jugend letztes Jahr gesagt? Hey, warte, du hast jetzt jedes Jahr immer Platz 1 gesagt und jetzt ja, fängst du an, rückwärts zu gehen. Wir haben jetzt nur noch ein Jahr und dann müssen wir uns den Worten dieses Jahr widmen. Ach du Scheiße. Also der 30er-Liste.
30er-Liste. Es sind 30 Worte, die in der Shortlist sind. Davon die 10. Und da ist wieder so ein Langenscheid-Pimmel alleine, onaniert auf dem Klo und schreibt sich 30 von der Tür von der Toilettentür. Und davon werden 10 ausgewählt im Publikumsvoting. Und von den 10 wählt ein Gremium das Jugendwort des Jahres. Oh. Denn nichts sagt Jugend so wie ein Gremium. Und da den ganzen Prozess, da haben noch irgendwie 0,2% Jugendliche mitgewirkt. Und das waren die, keine Ahnung. Dem pädophilen Redakteur von Langenscheid. Ja. Oh, Entschuldigung, ich entschuldige mich bei allen Pädophilen für diesen Witz. Das war sehr despektierlich. Also Platz 3 2017 war... Wenn Was hast du denn da für ein Söckchen an? Hast du gestern schon so komische Söckchen? Das sind einfach nur Socken, meine Güte. Das sind keine normalen Socken. Das sind sogar die du mir geschenkt hast, oder? Ja. Ja. Ach so, so kurz sind die. Ja, sicher doch. Okay. Und wie sind die so? Super. Wenn du alt genug bist, um eine gewisse App zu benutzen, dann bist du... Grown App. Tinderjährig. Aber Grown App ist auch nicht schlecht. Ja. Grown App finde ich gut. Ja. Tinderjährig finde ich Tinderjährig. Auch geil. Beziehungsweise Grinderjährig. Ja, das... Dirk 2000 bei Grindr, alle Freunde. Ja, folgt uns bei Grindr oder hört uns bei Friends auch immer. Kann ich denken. Ja, Tinderjährig. Tinderjährig finde ich gut. Auf Platz 2, das kennst du vielleicht auch, manchmal machst du ja einen Film oder eine Serie im Stream an und döst dabei weg. Wie nennst du das? Stream away. Netflixen. Aber mit hier Netflix, da gibt es doch 1000 Begriffe, oder? Also jetzt wirkliche, die jetzt auch mal ein paar... Der Klassiker ist ja Netflix and Chill. Ich dachte generell, Netflixen ist halt irgendwie... Ja, genau. Aber so mit dem mit der anderen Konnotation... Also zum Beispiel, es funktioniert Netflix bei Netflix nur. Du sagst ja nicht irgendwie Amazon Prime Video. Ja. Du sagst ja nicht irgendwie Prime oder Amazon oder sowas. Ja. 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 Netflix ist zum Begriff geworden wie Tempo. Ja. Oder iPad. Also... Ja, Netflixen. Und auf Platz 1, das würde dich besonders freuen. Welches Jahr? 2017, letztes Jahr. Ja. In der sogenannten Fong-Sprache. Was ist Fong? Wenn ich es sage, wirst du es wissen. E-Bims. Diese komische... Ah, wo du dachtest, es wäre was Bayerisches. Für mich klingt es auch immer noch bayerisch. Ja, weil es auch immer so sagt. Ja, hallo, E-Bims, ein Stein. Bekannte Beispiele sind der Satz, was ist das für eins live? Hat das der Radiosender so ein bisschen gepusht? Nee. Das haben die bestimmt, da haben die doch, schön, das ist ja für die dann kostenlose Werbung. Ich glaube, ich lese es auch nur, was ist das für eins live, weil die halt die Ziffer 1 benutzen. Ja. Und eigentlich soll das halten, was ist das für ein live, aber ich glaube eigentlich, man liest es eigentlich. Ich meine, eins live ist doch für die, weil das genauso geschrieben wird. Ich glaube, es bin nur ich, der das so liest. Schreibt uns an @phoenissupport auf Twitter, ob ihr das auch so lest. Ich finde das... Oder auf YouTube. Und da schreibt es unter das Video. Postfach. 9174, der Rechtsweg ist hier immer ausgeschlossen. Ja, das waren bisher die Jugendworte. Und man merkt das schon, man fühlt sich richtig jugendlich, wenn man das vorliest. E-Bims, 1 Langenscheid, Abstimmung. Ja. Naja, also wir haben jetzt hier 30 Vorschläge für 2018. Der erste Vorschlag ist AF. AF? As fuck. Zum Beispiel in so Kombinationen wie Lit AF oder Cool AF. Mhm, cool. Kennst du nicht? Magst du nicht? Doch, ja, also as fuck, ja, aber die Abkürzung, es ist ja, also geil finde ich auch, dass halt, bei Jugendwort Abkürzungen plötzlich drin sind. Ich kenn's halt geschrieben vor allem. Ob die jetzt das nächste Abkürzung dieses OK nutzen, das soll ja richtig im Kommen sein. Ja, ja. Oder dieses sogenannte MFG. Crazy. Ja. So. Wie hieß denn zum Beispiel das? Das war zum Beispiel wirklich bei vielen, wo du gesehen hast, auf irgendwelchen Cappies, T-Shirts, bla, als es so in war, immer die Vokale von Worten zu nehmen. So, und dann nur noch die Konsonanten aneinander zu schieben und jeder konnte das lesen, obwohl es da nicht stand. So zum Beispiel, weiß nicht, fuck Nazis oder sowas, so eine Dinge. Wo kommt das denn her? Weiß ich nicht. Das ist der Schriftzug von Run DMC. Und deswegen sind es immer 3 Buchstaben pro Reihe.
Und ich glaube, irgendwelche Fußballfans und also die modernen Ultras haben damit angefangen. Okay. Weil du, halt die Vereine haben ja meistens drei Buchstaben als Abkürzung, ja. BSC, ja. FCB oder so. Und dass du das, als das war, meine ich, der Ausgangspunkt. Also da habe ich es zum ersten Mal gesehen bei Ultras und dann später kam halt dieses Fuck-Nazis dazu. Das war doch auch dieser, einer von diesen kranken Wichsern aus dem Netz, der, wie heißen diese komischen, die immer als Bild diesen komischen Frosch haben? Ah, Pepe, der Frosch, die Alt-Right. Genau, und da ja. hat doch irgendwie so ein deutscher Fraggle halt irgendwie Hakenkreuz ohne Vokale auf dem T-Shirt. Mhm. Offizielle Nachfrage nur von wegen zu Provokationszwecken immer getragen. Und auch denkst, ja, cool, und jetzt jemand dahinter geschützt und sagt, ja, da steht ja nichts, da steht es ja nicht. Das ja, das war auch richtig, oder ist ja, das ist richtig cool. Damit auch schöne Grüße an unsere Zuhörer in Chemnitz. Ja, da ist ja halt echt krass, wie die ganzen quasi, die dagegen stemmen, die halt versuchen, das halt irgendwie einigermaßen. Sogar Helene Fischer. Lächerlicherweise. Die hat, selbst die hat sich diesem, das ist ja in sozialen Netzwerken gerade der Hashtag Wir sind mehr, der da umgeht. Und sogar Helene Fischer hat was dazu gesagt. Sogar Helene Fischer. Ja, die hält ja sonst immer die Fresse, weil sie, glaube ich, auch ziemlich viele Fans aus dem rechten Lager hat. Hase, du bleibst hier! Das war doch dieses lustige Video, oder? Wo da halt diese Hetzjagd, die es ja offiziell nicht gab. Wer hat das gesagt? Kretschmer hat doch gesagt, von wegen, war nix, keine Hetze, keine Verfolgung, gar nix. Ja, da hört da irgendwas klingeln, wird ganz verrückt. Ja, was, ich weiß noch nicht, was, ja, ja, was ist denn? Ist an. Ja, was ist Entschuldigung. Jo. Alles gut, wir sind wieder da. Ich habe sonst den Ton nur aus. Das macht mich kirre. Das interessant. Das ist eine super Geschichte. Ja, nee, das war das war die Nazi, die Hazi-Hetzjagd. Ja, wie kam jetzt darauf? Achso, wegen dieser Vokalbefreiung. AF, ja. Vokalbefreiung. Genau. Ja, man weiß ja auch, Abkürzungen sind auch ein beliebtes Mittel der Nazis gewesen. Ne? Mhm. Die SS, die Gestapo. Das soll alles schön knackig klingen. Schön knackig, schön deutsch. Apropos deutsch. Nächste ist Äppler. Äppler als der Äppler, die Pferdepisse? Nein, nicht Appleboy, aber vermutlich daran angelehnt, aber wie Apple, wie der iPhone-Hersteller, Apple. Das ist eine Person, die mit Apple-Produkten angibt. Klingt auch wie ein Wort, was Jugendliche ständig benutzen. Das ist halt auf alle Scheiß zu münzen, auf jedes Produkt könntest du das bürsten. Ja. Und das ist halt so, klingt so nach Redaktion, so nach Nicht-Jugendwort. Ja. Fällt mir immer nichts so ein, dann kann ich halt nicht ausholen, weil ich immer denke, ach du trauriger Pimmel, der da saß, denke, hä? Auf der letzten Seite, er will unbedingt mal in die vorderen Seiten kommen und schreibt sich ja, das ziehst du ja morgens aus den Achseln, diese Dinge. Ja, das ist, oh Gott, wir haben nur 29 Vorschläge, ich muss mir schnell noch was einfallen, ich schaue auf mein iPhone, ein iPhone, ein Appler. Phony. Oh, ja. Schönes Wort, aus viel benutzt in Der Fänger am Roggen und immer schlecht übersetzt. Immer. Wirklich, die ganzen deutschen Übersetzungen, ganz furchtbar. Gibt auch eine von Harald Schmidt, der hat es auch ganz komisch übersetzt. Ich glaube, der hat es mit Gauner übersetzt oder Verbrecher. Irgendwie so. Wie übersetzt man es am besten? Falsch oder verlogen. Das ist die Übersetzung. Es ist halt dann kein Nomen mehr, das macht halt die Formulierung ein bisschen schwieriger, aber falsch ist eigentlich auch das, was Holden Caulfield meint. Vielleicht ein Falscher. Ein Fälscher. So. Dirk. Wenn du mich einlädst zum Trinken, ja, dann geht das auf meine Kappe. Nee, auf deinen Nacken. Nämlich ein Nacker. Ey, das geht heute alle auf mich. Ich bin ein Nacker. Nackedei. Ja, gut, das liegt dann immer am Alkohol und deine verdammte Wärme in deiner Wohnung. Nudistenbar. Auf deinen Nacken. Noch nie gehört, vermutlich noch nie gesagt. Ja, wird auch, glaube ich, das ist das letzte Mal, dass es irgendwer sagt im öffentlichen, ja. rechtlichen Bereich. Ich finde auch, toll ist auch die Beschreibung, wie hier die Erklärung gemacht wird. Erklärung für alle über 21. Alter, das ist schon ziemlich gut, ne? Können wir irgendwas trinken? Ist auch ein bisschen erotisch alles. So. Platz 5. Kommt Peter heute Abend eigentlich? Weiß ich nicht. Hast du gestern gesagt? Ja, weiß ich trotzdem nicht.
Ich hätte es ja nachfragen können, als du vorhin kurz Kontakt hattest. Ja, soll ich mir jetzt schreiben? Ja. Nein. Axel Fasching. Axel Fasching. Wenn jemand Achselhaare hat. Ich wollte gerade sagen, lass mich überlegen. Ja. Willst du noch überlegen? Mhm. Nächstes. Ich sehe es alles nicht so richtig in den Top 10 dabei. Das nächste ist eine Werbeanzeige. Reduktion der Schmerzempfindlichkeit. Oh Gott. Halte ich fest. Bestie. Oh Gott, das habe ich aber. Das hab ich oh aber Gott, schon, oh Gott. Ah, das habe ich gehört, wirklich. Das habe ich schon öfter gesehen sogar, ja. Dass das irgendwer schreibt oder sowas. Jetzt, da ich bei Instagram die Quatsch ab und zu irgendwelche Vorschläge oder so sehe, was die Leute dann halt, also diese komischen Hashtag-Dinger und dann irgendjemand im Arm, Bestie. Und da denke ich immer, was, das allererste Mal. Erklär's doch mal unseren Zuhörern über 21. Naja, als erstes habe ich so gedacht, ist doch, weil, ist doch gar nicht so trainiert, weil ich dachte, Bestie. Ich dachte von wegen, Alter, das ist ein richtiges Tier. Yeah, yeah. Das ist meine Bestie. Das wäre wieder ziemlich lustig. Das fand ich halt, und ich habe die ganze Zeit gedacht, ja. Hä, ist das so der Gag, dass sie halt alle überhaupt noch gar nicht, dass sie alle vor dem Sport sind, dass die halt eventuell nächstes Jahr so aussehen wie eine Bestie, bis dann irgendwie es mir wirklich erklärt hat, nee, das ist beste Freundin, besser Freund, besser Bro, bla, aber Bestie fand bester, ich halt für mich. Bester Bro. Ich hoffe, dafür kommt später noch Bebro. Bestie finde ich voll. Oder als Barbro, der das Bro, der auch der Chef ist. Der ist bestimmt auch eine Bestie. Barbrostje. Timmy ist meine Bestie. Hm. Naja, könnt uns ja mal schreiben, wer eure Besties sind. Bestie. Ja, doch. Gottes Willen. Das ist jetzt schon echt hart. Aber das ist ein Wort, wo du weißt, das haben Jugendliche ständig benutzt. Haben. Geht auch um dieses Jahr nicht. Borderitis. Was? Borderitis. Borderitis? Borderitis. Wie das englische Border. Borderitis. Soll das jemand sein, der sich verletzt hat oder was? Das ist eine Allergie gegen Grenzen. Ich mache einfach mal weiter, ne? Alter. Okay. Das nächste ist wieder einigermaßen cool. Ist, nee. Sagt man noch aber cool? Aber es ist zumindest was, was im Englischsprachigen verwendet wird. Hip. Es ist Boyfriend oder Girlfriend Material. Also das heißt möglicherweise zukünftig Bingo Bango. Mhm. Ja. Jemand, mit dem man sich eine Beziehung vorstellen kann. Erklärung für alle über 21. Mhm. Wink. Was ist denn mit einem Kajunga passiert? Kajunga kommt noch. So. Also ich will nicht spoilern, aber okay. Brian. Ist das irgendwie Reihan? Es hat mit dem Bundesland nichts zu tun, ja, es hat mit Reihan. Ist nicht schlecht, ist nicht schlecht. Ist das sowas wie Schreien und Kotzen? So nee, Brüllen und nee, Reihan? Es ist Kotzen, ja. Aber dann noch, ich weiß auch nicht, vielleicht ist es auch ein Tippfehler, vielleicht müsste es Freiern heißen. Wie, dann weil Penis reinhalten? Die Erklärung ist, wenn sich jemand übergibt, aber trotzdem weiterfeiert. Okay. Ja, okay. Aber das ist ja dann. Das Schlimme ist, dass es dafür ein Wort gibt. Das heißt, ich glaube nicht, dass es dafür ein Wort gibt. Aber ich meine, das war doch früher. Also, jeder kennt doch irgendwie diese kranken Typen. Also, jedenfalls war es bei uns damals so, die halt dann irgendwie gekotzt haben und. Ach, warte mal, du bist ja auch ein Breier. Wow. Letzte Feuerzeimbowle. Wir müssen doch was machen. Was soll ich machen? Seine Haare halten? Man nannte mich auch Breier Rose. Er kam wieder, hat dann halt irgendwie die Bowle rausgeschossen, ein halbes Glas Wasser genippt. Kann ich mich nicht dran erinnern. Und dann weiter gebowlt. Kann ich mich nicht dran erinnern. Oh, das werde ich etablieren. Jemand, der Bowlen. Bowle. Jemand, der weiter Bowle trinkt, der bowlt. Hör auf zu bowlen, Briar. Profi ist, wer abends trinkt und morgens seine Leistung bringt. Ja, ich glaube, das war Jugendphrase 2000. Punkt. Ja. So, es bringt uns weiter. Oh Gott. Channing. Channing? So wie Channing Tatum, nur mit I. Channing. Channing.
Chinning. Komme ich darauf? Chin. Chinning ist sich ausziehen oder was? Nein, es hat mit Tutti Frutti nichts zu tun. Es ist keine Sexpraktik mit dem Kinn. Was? Ah, okay. Nein, ist es nicht. Sagen. Ja, ich weiß. Nein. Kinder. Ich komme nicht drauf. Chinning ist, wenn man ein Selfie macht. Das Kinn hochzieht. Mit dem Doppelkinn. Ah, ja. Also so untersichtlich. Ja. Ja. Habe ich aber auch noch nie gehört. Chinning. Glaube ich auch nicht, dass das jemand sagt. Definitiv nicht. Bis auf das Robbie Williams-Album Sing When You're Chinning. Hm, das stimmt. Ja, wahrscheinlich wollten sie irgendwie so ein Pendant zu Duckface machen. Hm. Sagen von, wir etablieren jetzt das Chinning. Aber das kannst du ja so gut wie gar nicht. Hast du die Liste ja schon mal vorher angeguckt? Nee. Oder hast du einfach vorhin... Ich dachte, das ist lustiger, wenn ich mir die auch. Ja. Ich habe nur geschaut, dass sie funktioniert. Also. Geschaut, dass Vorschlag. Sie funktionieren. Naja, ist hier irgendwo es gibt auf 1000 Listen, wo sie schon Vorauswahl. Wir haben ein G. Nächste. Das ist Ehrenmann bzw. Ehrenfrau. Mit Ä aber. Nee. Das sind die Ökos. So ein Ehrenmann. Nächstes Jahr dann wahrscheinlich, wenn Ehrenmann und Ehrenfrau sich durchsetzt. Sehr lustig, müsste man mal drauf hören, weil er das 1000 Mal sagt. Joko Winterscheid hat bei jeder bekloppten Moderation, wenn Gäste da sind, gesagt immer, es ist mir eine Ehre, dass er heute hier ist. Ich denke, was? Genauso wie, er ist eigentlich studiert, wollte mal Lehrer werden. Ich denke, was? Da hast du so viele von, so viele. Die immer wegen der Ehre sich aufregen. Übrigens hier. Bauern, glaube ich, sind das dann meist. Wir noch mal nicht drüber geredet haben. Es gibt die Partei hat echt, also dieses Plakat, wo du meintest, wo Führen steht von der Bundeswehr. Wo Führen steht von der Bundeswehr. Ja. Hashtag Führen. Ja, das hat die Partei tatsächlich einfach durch ein Bild von Hitler in Marineuniform ausgetauscht, ja, wo ich Führer steht. Das ist so naheliegend. Keiner hat das irgendwie Korrektur gelesen. Oder wenn dann jemand vom Verfassungsschutz, der hat gesagt, geht schon durch. Also ich würde mal sagen, unsere Leute, die wir im Einsatz haben, 100 pro. Also als ich das gesehen habe, ich ja, komm, Alter, ist das jetzt irgendwie so ein Test? Mhm. Naja, ne, also komm, ein bisschen Spaß muss auch sein. Ja. Naja, Ehrenmann, Ehrenfrau, jemand, der besonders gutes Ansehen hat. Weiß ich nicht, das war auch im 19. Jahrhundert. Ich wollte gerade sagen. Ja, hier, der Klaus von Hagen ist ein echter Ehrenmann, der ist noch bisher zu jedem Duell angetreten. Ehrenmann, richtig gut. General Wussow 1870 schon etabliert. Das nächste Wort ist einrappen. Einrappen? Mit W. Also nicht einrappen von wegen, okay. Ich habe mir beim Rappen eingepullert. Ja. Das war 2014. Also einrappen ist, wenn man sich so richtig... Ja, du bist, glaube ich, dicht dran. Einkuscheln? Ja, du guckst zu meinem Bett. Ich weiß nicht, ob das eine Einladung ist oder ob wir noch den Podcast machen. Ich sehe richtig wie so ein Rap einwickelt da drin. Ja, du hast es, ja. Also ich weiß nicht, ob man da so stolz auf sich sein muss. It's a rap! Hey! Wo kommt das denn eigentlich her am Set? Weil dann alles wieder eingewickelt wird. Eingepackt. Ah, okay, weil früher wahrscheinlich alles. Jetzt wird ja... Ja, alles abgebrannt, aus ökologischen Gründen. Ja, alles noch geliehen. Die großen Leinen alles. Was ja eigentlich ganz klug ist, weil Technologie so schnell ist, du müsstest ja permanent neu kaufen. Ja. Dann sagst du, Kameras, 2 Jahre Leinen, haben wir neue. Also, pass auf, ich gebe dir jetzt mal die Erklärung und du kannst mir mal sagen, weil das auch wieder kein Wort ist. Ein Anglizismus? Ja. Du kannst mir sagen, was ist mit jemandem per Text-Messenger Schluss machen? Dumping. Nee. Denk mal an, wie ist es denn, wenn du mit jemandem erotische Nachrichten per Text-Messenger austauschst? Sexting! Genau, ja. Und jetzt mit jemandem per Text-Messenger Schluss machen? Dexting. Nein, der wird dann zu deinem? Dexter. Exter. Exter? Exting. Exting. Nicht zu verwechseln mit Exting, das machst du im Wald. Oder unter den Achseln. Da war... Body Spray, Achselfasching. Achselfasching, ja. Boah, das ist eine richtige Stimmungskalone. Ja, wir kriegen immer zwischendrin mal so ein kurzes Hoch und dann fällt es wieder ab. Jetzt wird schieße. Wegen Erektion. Gib ihm. Also wenn das nicht die Bedeutung hat, die es schon die letzten 400 Jahre hat, dann bin ich ja echt total gespannt. Wieso?
Ja, ich meine, das würde so bedeuten, als ob... Als nicht gib's ihm, gib ihm. Ja, gib ihm. Ja, was? Das ist die Kurzform von gib's ihm. Nee. Vielleicht bis 2017, Dirk, aber wir leben jetzt im Jahr 2018. Was soll denn gib ihm so sein? Weiter so. Als Bestätigung, dass jemand was richtig gemacht hat. What? Ja, naja. Also wenn... Jetzt ganz ehrlich, wenn halt irgendwie ein Boxkampf ist und jemand schreit, gib ihm, dann heißt es ja bestimmt nicht, weiter so, sondern hau mir auf die Fresse, gib ihm richtig ordentlich. Ja, gib ihm, gib ihm. Nee, es heißt weiter so. Nach deren Über, ach, lächerlich. Niemals. Timo müsste jetzt im Büro aufstehen, zu den Kollegen gehen, über die Schulter schauen, gucken, was er am Rechner sagt, sehr gut, gib ihm, und geht weg. Und der wüsste nicht, was er gemeint hat. Wüsste es überhaupt nicht. Würde denken, ey, was? Ich mach doch alles richtig. Warte. Und Timo, ja, ja, gib ihm. Ja, ja, komm. Jetzt haben wir die Langenscheid-Redaktion hat für den nächsten Platz, was richtig gut ist. Glukosehaltig. Ist es Absicht, dass du nicht Glukose sagst? Dass ich nicht was? Glukose sagst? Glukosehaltig. Das soll jetzt einfach was Süßes sein, oder was? Ja, süß. Das ist ja ein glukosehaltiger Boy. Du bist mir aber Monosaccharid. Ich glaube Mononukleose meinst du. Nee, Monosaccharid. Einfach nee, Mononukleose. Zucker. Einfach Zucker. Pfeifersches Drüsenfieber. Monosaccharid. Können wir jetzt ewig drüber streiten. Ja, ist aber so einfach Zucker. Pfeifersches Drüsenfieber. Das hat nichts damit zu tun, du Pfeifer. Sagst du. Was ist das denn? Also das nächste Wort ist Aldi Nord oder das ist eine Werbeanzeige? Schwer zu sagen. Ja, das ist, wenn du günstig in den Norden reist. Das wäre schon wieder ziemlich lustig. Ich war in Norwegen, wie denn? Aldi Nord. Echt? Bist du richtig günstig weggekommen? Wien. Und wie bist du zurückgekommen? Aldi Süd. Schwöre. Und mein Urlaub war richtig Lidl. Wenn du dabei noch fit geworden bist, dann heißt es Form Aldi Süd. Bringt uns zum nächsten Wort. Ein Gymkey. Ein Gymkey? Mhm. Ist das so? Ist auch wieder ein Portmanteau. Also aus zwei Worten, die zusammengeschoben sind. Gym, okay, weil sonst hätte ich gedacht, irgendwie so ein Freak im Gym oder sowas. Mm-hmm, ja. Gym und? Junkie. Ja. Ein Fitnesssüchtiger. Ein Gymkey. Bin ich mir sicher, dass das jeder 16-Jährige sagt. Ja. Ständig, nur. Ich dachte, ich hätte letztens irgendwie was auf dem Shirt gesehen. Außer jemand, der so ein Pumper. Also, aber ich glaube, es war nicht Gymkey. Also, es stand sowas wie Gymfreak drauf oder sowas. Weil du musst es ja auf jeden Fall ganz klar beschreiben. Wenn du dann halt sowas machst, wo du dich selbst darstellst, dann ist es blöd, wenn jemand das in Frage stellt oder nicht sofort weiß, was du damit meinst. Und dann ist es cool, wenn du dann halt im Gym bist und jeder, der dein T-Shirt sieht oder dein Trainingsstringer, weiß halt von wegen, du bist hier jeden Tag. Und oder dein Trainingsstring, je nachdem, wo du trainierst. Ja. Und dann ist Gymkey ein bisschen schwierig. Ich weiß nicht, Gymfreak 3000 ist leichter zu verstehen. Wir sind keine Zahlen an diesen Worten dran. Das ist viel stärker. Vielleicht kommen ja noch welche. Wir haben noch gib's ihm 3000. Wir haben noch ungefähr die Hälfte vor uns. Gut gemacht, 3000. Gib ihm, nicht gib's ihm. Ja. Das S war 2017. Aber bis dahin, Dirk, ich küsse dein Auge. Ist das das letzte Lied, was die dritte Generation rausgebracht hat? Ich küsse dein Auge, Bruder. Erinnern wir uns ja an sehr ähnliche Lieder. Ja. Gottes Willen, ich küsse dein Auge. Die Vorstellung alleine ist schon ein bisschen eklig. Beziehungsweise, um das erstmal hinzukriegen, entweder hast du so kleine Lippen wie so eine Mücke. Niemand muss sich das Auge aufhalten. Ja, aber wie denn? Also wie groß darf denn bitte dein Kopf sein, dass dein Auge so riesig ist? Das heißt, du küsst dann mal schön nicht irgendwie so in so ein Walauge. Ich küsse deinen Blauwalauge. Weil anders geht's nicht. Was jetzt passiert? Unser Aufzug kommt. Na dann. Bis nächste Woche. Wir küssen eure Augen. Oder ihr küsst unsere Augen. Was heißt es denn jetzt? Ich hab dich gerne oder großer Dank. Ich hab dich gerne oder großer Dank. Ich hoffe zusammengefasst. Ich hab dich gerne oder großer Dank. Ich kann mich fahren Sie den 7. Ich kann mich ja nicht darum kümmern, ob die Satzzeichen oder Konjunktionen vergessen haben.
Es hat zwei Firmen im Aufzug gegeben. Da war ein Spiegel. Oh, und ein Spiegel auch noch. Weißt du, wie du manchmal nicht richtig Zeit hast, um Worte wie Kugelschreiber zu sagen und deswegen Kuli sagst? Oder sagt mir jetzt Kuhschreib? Nee, du sagst statt Instagrammer Eager. Alter, Alter. BMW wird nur noch mit B abgekürzt. Ja, okay, ist in Ordnung. Hammer. So. Und jetzt bin ich mir nicht sicher, wie man es ausspricht, ob es Türkisch oder Englisch oder Französisch ist. Ich buchstabier's mal. Probier's mal, wie Randy es sagen würde. Kukum. Bitte was? Kukum. 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 Ist das jemand, der sehr viel Kurkuma nutzt? Womöglich. Kommt auf deine Vorlieben an. Also K-O-C-U-M. Kukum. K-O-C-O-M. U-M. U-M. Also könnte auch Kutschum heißen. Kukum. Oder Kukum. Oder jemand, der beim Kommen K.O. gegangen ist. K.O. kam. Und das finde ich, das ist nicht schlecht. K.O. kam. Also eigentlich ist das bester Freund, aber ich finde, wir sollten es bei K.O. kam belassen. Jetzt kommt ein Wort, das wirst du wahrscheinlich noch nie gehört haben. Na. LAN. Party. In den 90ern, total beliebt. Mm. Next. Krass, LAN. Nee, warte, was? Ja, krass. Und das war lang, oder was? LAN. LAN. Ich kenn's eher als Typ. Krass, LAN. Aber vielleicht heißt es einfach nur krass. Voila, LAN. LAN. Ja. Lauch ist das nächste. Aha, wirklich, ja. Wirklich. Ja, wirklich. Hat sich das aus ja, den wirklich. Es hat sich Zehnern, durchgesetzt. Ja, den Nullern eingestrichen. Ist es wieder da. Oh. Als Mombi. Cool. Was ist der nächste? Frech und dann hip? Warte. Das nächste ist Lindnern. Das heißt, wenn man sich irgendwas ergauen hat oder was? So Christian Lindner-mäßig? Ja, es ist, wenn man meint, man hat alles mit Arbeit gemacht, aber eigentlich alles von den Eltern geerbt. Lindnern. Okay. Nein, lieber etwas gar nicht machen, als etwas schlecht machen. Dumme Sau. Sollte jetzt in der Regierung rumsitzen. Die ganze Verantwortung für die Scheiße tragen, die er sich selbst, ist diese neoliberale Dreckspartei ach überhaupt so, noch als da. Als er sich da diesen Satz zurechtgelegt hat. Ja. Also Entschuldigung, aber das muss man, lieber regieren wir gar nicht, als schlecht zu regieren. Die FDP regiert immer schlecht. Dann braucht die FDP gar nicht zur Wahl antreten. Neoliberale Wichser. So. Oh, Scheiße, ey. Weißt du, wie man lit für cool sagt? Lit für cool. Also im Sinne von erleuchtet, hell, it's lit. Übrigens eine tolle Literatursendung tatsächlich mit Lindsay Ellis, über die ich neulich schon mal geredet habe. It's lit, wo es um Literatur geht und was wir Literatur nennen. Auf PBS, auf dem YouTube-Kanal von PBS. Aber darum geht es hier nicht. Es geht hier nicht um Sachen, die cool sind oder Spaß machen, sondern es geht hier um eine bestimmte Lituation. Eine Situation, die lit ist. Also ein cooler Moment. Ja. Okay. Wie? Weißt du, was lange nicht mehr ist? Irgendwas mit geil. Warte. Wie? Nicht hochscrollen. Ja. Gucken, ob es kommt. Scheiße. Das kenne ich. Scheiße ist... LMGTFY. Was? LMGTFY. LMGTFY. Mit freundlichen Grüßen. Die Welt liegt uns Füßen, denn LMGTFY. LMG, leck mich. LMG. Das ist eine englische Abkürzung. Leck my grand titty LMGT. Ja, du bist dicht dran. Leck my grand titty FY. Fuck Yvonne. Was heißt? Let me Google that for you. Scheiße, Alter. Wenn jemand eine unnötige Frage stellt, anstatt einfach zu sagen, was viel kürzer ist, google's doch. Google's doch. Ja, google's doch. Früher ein Kuchen gewesen. Damit machen wir weiter. Ach du Scheiße. Nächstes ist NFT, ja. BLZK. Das nächste ist auch wieder ein englisches Wort, was ich im Deutschen noch nie gehört ach, habe. Ach komm. Rant. Ist hier eine Fliege drin? Rent a car? Nee, mit A, rant. Nicht Rand, hier ist doch eine Fliege drin. Rand. Eine Wutrede. Ja. Im Englischen ein Wort, im Deutschen noch nie gehört. Und jetzt wird es auch so bleiben, wenn es auf der Liste mit den Jugendwörtern ist. Ach, Scheiße. Es geht weiter. Dirk, wie ist das Gefühl, wenn du zu lange auf dem Bildschirm geschaut hast? Jetzt wahrscheinlich. Wie nennst du das?
Screenitus. Wie nennst du das Gefühl, wenn du das Gefühl hast, du hast dir zu lange auf die Füße gepinkelt? Urinitus. Aber nur Füße, ne? Wenn ich die ganze Zeit mir ins Gesicht pinkel, ist okay. Das will ich sehen. Das willst du sehen. Füße nicht. Du Pipi im Gesicht, glaube ich, kriegst glaub du ich auch ein Porno-Video. Willst du Kopf überpinkeln? Gravity Boots? Sheesh. Gut, weiter. Sheesh war doch irgendwie super. Es wird aber auch gerne mal Sheesh gesagt. Ne? Aber hier steht Sheesh, also mit ganz ja, vielen E. Vielleicht auch Sheesh. Aber ich kenne halt diesen ja, Sheesh kenne ich auch. Ja, kenn ich auch. Das kriege ich auch schon so. Das ist doch irgendwie so ein Begeisterung, Bewunderung, irgendwas. Naja, aber die Sheesh ist ja, Sheesh, ja. Sheesh. So richtig, richtig krass. So Sheesh. Nein, Sheesh. Dein Ernst? Ernsthaft? Abgeleitet von? Weiß ich nicht. Che Guevara war immer ganz... Sheeshen oder so. Ja, genau. Wenn du eine Wasserpfeife rauchst, dann bist du immer ganz ernst. Hey, ich... Alter, das nächste ist Knompelpomp oder was? Für schnelles Autoreifen wechseln. Das nächste ist so schlimm, das kann sich nur jemand über 60 ausgedacht haben, Dirk. Stell dir vor, in 30 Jahren müsstest du dir überlegen, wie Jugendliche jemanden mit großem Appetit nennen. Also du bist richtig alt, ja, und suchst ein Wort, was Jugendliche benutzen können. Was mögen Jugendliche mehr als alles andere? Worüber? Pizza und Burger. Ja, aber an Begrifflichkeiten. Anglizismen und Dinosaurier. Ja. Und deswegen ist eine Person mit großem Appetit ein... Ein Muncheropteryx oder was? Nicht schlecht, nicht schlecht. Ein... Es ist auch kein Velocifressack. Itosauron oder sowas. Ein Snackosaurus. Ja, selbstverständlich. Das hat doch noch nie jemand benutzt. Das ist, als der Typ dem Langenscheid-Gremium das zum ersten Mal vorgeschlagen hat, das ist das erste Mal, dass dieses Wort gefallen ist. Das klingt so wie irgendwie Niedersachsen auf Anna B6, so ein blöder Imbissladen, wo du nur im LKW hinkommst. Willkommen im Snackosaurus. Wo es halt den größten Schnitzelteller. Wenn du das Schnitzel schaffst, gibt. Ist es umsonst. Genau. Ja. Das ist das, ja, genau. Genau so. Und so kreativ sind auch die Affen, die das da. Ach, scheiße, ey. Warte, es geht weiter. Ist das ein Witz? Das ist doch kein Jugendwort. Verbuggt. Wenn du es verkackt hast. Nee, verbuggt. Also wie fehlerhaft. Mit Software, die Bugs hat. Ja, aber, ja. Aber ich. Also, ach, etwas ist verbuggt, ja. Und nicht du hast ja, es ja. Verbuggt. Das wäre so ein nee, Fortführung, nein, weil nein, der nein. Bug ist dann halt der Fehler. Ja, das wäre lustig, ja. Nein, das okay. Ist hier nur als fehlerhaft. Erklärung für alle über 21. Scheiße, ey. Ich habe eine Mail bekommen. Ugh. Schon wieder ein Wort aus dem Englischen. Whack. Sei da, du Whack. Warte mal, hat das nicht, gab es da nicht so ein Video von Specs in den 90ern? Ich glaube, da gibt es halt irgendwie ein Ding, muss ich mal nachgucken. Also so deutscher Hip-Hopper, Specs heißt der, hieß der. Und ich glaube, in einem Video hat er mit MC René gesungen, ihr seid alle Wack. Ich glaube es. Kann sein. Was heißt? Ich glaube, ihr seid alle falsch, ihr seid scheiße, irgendwas Negatives. Ja, das heißt Erklärung für alle über 21. Uncool. Ja. Ja. Ja, cool. Ich meine, so wie die Klamotten kommt auch sowas wieder. Ach, eins. Ach, scheiße, eins haben wir noch. Gestapo-Lächeln. Ist auch wieder eins, was kein Mensch benutzt. Im Leben nicht. Es geht wieder genau in die Richtung von Lindnern und Merkeln. Ich fand das gerade total super, Gestapo-Lächeln. Das ist jemand, der nie lächelt. Nee. Scheiße. Aber also die Gestapo ist richtig, die Richtung. Es geht um Stalken, wenn du jemanden stalkst online. Und dann bist du kein Stalker, sondern bist du ein O-Stalker. Oder? Nein, du Zuckerbergst ihn. Zuckerbergen ist das Wort. Das ist so ein Ü50-Gag, ey. Vor allem die Kids sind auch gar nicht mehr auf Facebook. Zumal die hängen nur noch auf Instagram und Snapchat. Ich esse jetzt mal ein Kaugummi. Ich entschuldige mich bei unseren Lesern. Zumal die Fraggles halt auch gar nicht wissen, ja, ich habe Leser gesagt. Wer dahinter steckt. Wenn du sagst, irgendwie so Zuckerberg, das ist doch... Das ist auch irgendwie ganz viel aus diesem Film The Social Network, wo es irgendwie die Pointe ist, dass Mark Zuckerberg das alles nur gemacht hat, um seiner Ex-Freundin näher zu kommen. Das ist ja. Quatsch alles. Ja, gut, dann das wären die 30 Vorschläge. Was wird Jugendwort des Jahres?
Unser Vorschlag? Ich glaube, ich habe die Hälfte schon vergessen. Wie wär's mit für Nüsse? Nice, was heißt das? Wenn man eine Stunde etwas macht, ohne irgendwie weiter. Ja. Sagt man dann nicht lieber Nüssen? Ah, Nüssen. Für Nüssen. Rumnüssen. Rumnüssen. Alter, Süd, letztens richtig rumgenüsst. Ich schwöre. Gib ihm! Nein, ich als Frage für: Bist du noch jugendlich? Kennst du Zahnseide? Das habe ich schon gehört von Kindern, die sagen das ständig. Ach so, der Tanz. Kennst du Zahnseide? Wird das im Spiel da auf Deutsch gesagt oder was? Also gibt es die deutsche Variante und dann wird es so übersetzt? Wenn du Deutsch hast, heißt es auch Zahnseide, ja. Also ich habe die Kinder im Kindertheater, die sagen das dann ständig, die tanzen, es ist krass, wie viel von deren Leben das einnimmt. Und der Gag ist doch von wegen, dass die Hände sich so bewegen, als wenn du ganz schnell vor und hinter dem Zahn bist, ja, mit der Seide, oder? Ja. Irgendwie, wer meint das? Irgendein Lehrer meint, oder was in der Show? Was auch irgendwie, wenn so Lehrer reinkommen, so die erste Frage an die Lehrer ist immer: Spielst du Fortnite? Oder spielen Sie Fortnite? Entschuldigen Sie. Unglaublich. Haben Sie Schwabschischi? Tut mir leid, dass ich glotze. Schöne Königsberger Klopse. Ey, was geht? Ich will jetzt Hack Steak. Ja, haben wir eine Folge rumgebracht. Ehrlich, ich habe echt eine Stunde mit dem Rotz gemacht. Das sind jetzt 56 Minuten, ja. Okay, krass. Fühlt sich oder, die ganze Zeit an, wie es heißt, wenn man eine Stunde verschwendet, wir junkern. Weil er die Zeitumstellung abschaffen will. Hast du nicht gerade gesagt, von wegen Nüssen wäre das, wenn man eine Stunde rumpennt? Ja! Das wäre ja auch schlimm, krass. Für einen dieselbe Sache mehrere Begrifflichkeit. Das gäbe es ja gar nicht. Ja, naja, das waren die Jugendworte 2018. Ich hoffe, ihr fühlt euch jetzt genauso jugendlich wie wir. Ja. Yeah. Und hip und frisch. Und wenn ihr Leute kennenlernt, die gerade Tinderjährig geworden sind, dann könnt ihr auch mit ihnen reden oder Snapchatten, wie man heute sagt. Oder Grindern. Dirk 2000. Das sag ich immer wieder. Ja. Grindert Dirk nach rechts oder nach links oder nach unten oder was auch immer. Echt? Bei Grindern kann man auch rechts und links machen? Bestimmt. Ich dachte, man kann nur annehmen oder löschen. Ja, aber das macht man auch, wenn man rechts und links geht, oder? Nein, ich meinte, entweder den annehmen oder du musst die App löschen. Das wäre eine gute App. Nimm ihn! Die Bill Cosby Dating App. Von und mit und nur Bill. Im Keller ist auch ein Plätzchen für dich. Der war in seiner Sitcom war der Mann Frauenarzt. Ah. Heikel. Ah. Gute Show. Gut gealtert. Der belgische Erfolg. Ja. Naja. Ja, das war für Nüsse. Ja, weiß ich nicht, wir können es gar nicht so oft entschuldigen für das, was heute passiert ist. Zu dieser Kategorie des Jugendwortes. Das ist eine Frechheit eigentlich. Das müsste man sein lassen. Was wird das Coverbild? Würden wir uns cool präsentieren wie die Kids heutzutage? Ja, ich hoffe, es ist Lindner, ist das Wort des Jahres oder Jugendwort oder Unwort und das ist dann Christian Lindner und dann auf dem Wahlplakat und dann steht einfach nur da Lindner. Aber im Russian Squad. Ja. Mit so einer Adidas-Trainingsjacke über einer Pfütze. Cool. Ich glaube, sowas sollten wir als Bild nehmen. Ja, falls ihr auch so interessante Fragen habt, dann schreibt sie uns als Kommentar unter einem der zahllosen Videos auf dem Kanal Für Nüsse mit Dirk und Klaus bei YouTube, auf YouTube, in YouTube, ich weiß bei, nicht. Bei YouTube. Ja, wie RTL. 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 Oder hört uns bei iTunes oder Podcast Addict oder irgendwo anders. Wenn ihr uns bewerten könnt, da freuen wir uns über eine Bewertung. Das hilft, wenn ihr es könnt. Hilft uns auch, dabei gefunden zu werden. Vielleicht könnt ihr ja gar nicht. Vielleicht könnt ihr nicht mehr. Wenn ihr nicht wir so können. Zugescreent seid, das ist... Wir können auch nicht mehr, wenn ihr nicht unter Screen just lightet. Ja. Oder gerade ein Snackoropterix oder Snackosaurus war es. Snackosaurus, sagt man doch ständig. Ey, du Snackosaurus. 90er Snackosaurus-Kneipe, ey. Das könnte auch so ein Kaugummi für Kids sein, der innen so scharfe und perlende Dinger hat, die auf die Zunge brennen. Naja, sowas gibt's ja schon. Snackosaurus. Oder schreibt uns an @fürnüsseport auf Twitter oder schreibt uns eine Mail an. Für Nüsse. @gmail.com. Oder geht auf fürnüssepod.com.
Oder legt kleine Nüsschen raus für die ganzen Eichhörnchen, die jetzt im Winter in der Stadt Probleme haben, weil die städtische Reinigung immer die Freiflächen befreit von den Nüsschen, die die brauchen. Sonst kommen sie zu euch nach Hause und ihr müsst im Winter mit einem alten Eichhörnchen Pizza essen und die Turtles-Folgen gucken, die ihr nicht gucken wollt. Ja, oder für den Nikolaus, bald ist Nikolaus. Weihnachtsgebäck ist auch schon langsam eine Auslage. Shredder! Peter liebt es, wenn du das sagst. Ja? Ja. Wo weißt du das? Ich hab ihn das mal rausschneiden müssen aus der Folge, damit es als Nachrichtenton haben kann. Ja, bestimmt. Ey, kein Scherz. Ja. Sag's nochmal. Shredder! Da, Peter, da hast du es. Aber du kannst es nicht einzeln haben, du musst dir die ganze Folge als Nachrichtenton aufs Handy laden. Aber dann nach einer Stunde ist es richtig lustig. Bis dahin. Shredder! In diesem Sinne, auf weitere Nüsse. Tschüss! Adios so. Ach, scheiße.